Neue Folge angerissen bei den Gamer Panthers. Wir spielen FIFA 15 Demo, meine Freunde. Dabei ist der Tore, mehr oder weniger. Ja, ein bisschen mehr. Er gibt sich gerade noch mit der PS3 zufrieden im Hintergrund. Nee, da ich muss noch PS3 spielen. Ein Tag noch. Da er die PS4 erst morgen bekommt, sie ist versendet von Amazon, ja? Ja. Und wir müssen gerade ein bisschen reden im Menü, da wir sonst die geile EA Sports Menümusik in die Fresse bekommen, ja? Knickknack. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie so ein bisschen komische andere Anfänge gehabt. Also die PS3-Demo ist ein bisschen anders als die PS4. Ja, PS4, also, da hat ja auch, die Ignite-Engine, wie schon bei FIFA 14. Die hat die Engine wird die PS3 ja wohl niemals mehr zu Gesicht bekommen. Nö, das glaube ich auch nicht. Hier geht's direkt los. Liverpool gegen Manchester City. Wir haben schon gesehen, den ersten Unterschied. Also Kevin wird direkt ins Spiel geworfen. Ich habe da mal vier Einstellungen. Ich kann Anschluss wählen, Ultimate Team oder so. Das kann ich nach dem Spiel. Ja, das kann ich direkt machen. Also schon mal und ich lasse es mal laufen, denn das liegt groß noch ein bisschen Emotion and Feeling. Ja, also das startet echt, die Fans sehen richtig gut aus, wie man sieht. Also, hast du das Spiel gestartet? Ja, startet sofort. Ich spiele auf dem Platz und ja, die Barclay Premier League ist ja sozusagen richtig gespawnt. Es sind alle Gesichter, diesmal von der ganzen Liga, von 21 Teams, alle 20 Stadien. Die englische Liga ist diesmal richtig oben dabei. Und die Gesichter sind echt mal gut geworden bei FIFA. Die neue Engine, ich hatte ja FIFA 14 noch für die PS3, wie ihr wisst. Ist echt geil, finde ich. Allein der Rasen, ey. Alter. PS3, muss man sagen, sieht auch schon deutlich, deutlich besser aus. Also nicht von den Gesichtern, aber so auf dem Feld und so. Die Fans, auch die Fans, deutlich besser als bei FIFA 14. Auch auf der PS3, sehr schön gemacht. Ich finde, es ist viel zu einfach, hier Tor zu machen. Nee, ich finde es also auf der PS4 viel schwerer als auf FIFA 14. Also das ist hier wieder, gestern habe ich ja noch eine Runde gespielt. Ich habe zur Halbzeit 7-0 halt gefühlt, wie schon gesagt vorhin. Dann habe ich schon keinen Bock mehr, weil ja, was soll ich denn noch spielen, wenn ich 7-0 führe, aber... Also ich denke mal, das liegt echt irgendwie, das Jahr hier, die haben echt einiges. Allein sind die Keeper, war die auch so stark? Der Gegner doch schon nicht! Ja doch, die haben die mega verbessert, also selbst bei dir, haben die bei der PS3 echt einiges nicht gemacht. Okay, wenn du das hast. Kannst du mal, kannst du das Video noch immer angucken, kannst du mal angucken. Ja, ja. Ich denke mal, ich bekomme das heute noch online. Jo, heute haben wir den 11.09., zwei Tage nach Release von Destiny. Kevin, erstes Fazit von dir, bisschen so? Geil! Nein, das ist richtig gut, das ist eigentlich wie erwartet. Ich habe nicht erwartet, also manche heulen da schon rum, weil die schon durch sind. Gut, wenn man da einfach durchrushen, zwei Tagen durch alle sechs Planeten, ist man auch selbst schuld. Rasmus, Rasmus auch schon auf der Venus. Also ich habe bisher, die Erde habe ich durch, die ganze Beta. Ich habe die erste Mondmission gespielt, ich bin jetzt genauso weit, wie es in der Beta ging. Und... ja, ich denke mal... Ja, wenn du das 24-7 spielst, bist du selber schuld. Ich denke mal morgen, ja, das ist ja nicht schlimm, aber ich spiele ja nochmal PvP zwischendurch, rush ich aber die Kur. Und sonst spiegelt PvP, das finde ich, ich würde mir das Spiel nur mit PvP schon kaufen. Weil ich finde, der Multiplayer ist echt gut gewesen. Aber Zweikampf haben die total verändert, ne? Das ist wie bei FIFA-Thema, ja? Ja. Oder wollen wir mal auf FIFA hier ein bisschen Fokus halten, ja. Zweikämpfe, PS3, also ich sag ja, Engine hat sich nicht verändert, wie du schon sagst. Spielgefühl ein bisschen anders, muss ich sagen. Also Mann gegen Mann ist komplett anders mittlerweile. Du kannst viel besser da vorbei, deinen Körper dazwischen halten und so weiter. Ich habe das Gefühl, man erholt sich schneller vom Grätschen. Wenn jetzt Grätsche steht, ein bisschen schneller auf. Kann das sein? Was man auch sieht hier bei der Ecke, eine schöne Animation, wie er den Ball hinlegt und zurückgeht. Kann man auch skippen natürlich, aber auch beim Anschluss, wie der Ball immer in die Mitte gelegt wird und so. Also alles sehr halt, man könnte denken, dass Leute im Fernsehen. Oben rechts steht auch die ganze Ecke EA TV, HD, live. Echt? Bei mir nicht. EA Sports HD und Live. Also PS3 nicht. So, und bei PS3 machen auch diese Sachen nicht. Den Ball hinlegen und so. Auf die Ecke. Auch die Spieler nach dem Foul oder so, die rempeln sich auch an und meckern und so. Also das gibt's auf der PS3 nicht. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, die Goalkeeper weiß ich nicht, muss Tore mir sagen. LOL, jetzt habe ich 1-0. Wie die Goalkeeper jetzt springen, weiß ich nicht. Es stehen noch sogar Balljungen rum, die immer den Ball am einen auf die zuschmeißen. Das kann ich von hier aus nicht sehen. Doch, die stehen mal, die geben den Schirm mal den Ball und so. Recht außen? Auf der Außenlinie? Ja. Bei mir weiß ich das nicht. Oh. Und ich gehe nicht beobachtet. Zack! Oh Mann! Es rennen auch Kameraleute hin und her, die auch da sich bewegen, wenn oder richtig von links nach rechts und die gehen richtig. Das fehlt hier aber leider auch. Ja, ist gut. Wie gesagt, PS3 wird, denke ich mal, ab nächstes Jahr auch fast noch Card Upgrade sein. Ich denke mal, das wäre das letzte große Fieber für die PS3. Ich glaube, jetzt langsam. Das wäre das letzte mit Neuerung sein, jedenfalls. Ja, gibt's überhaupt noch eine Wii-Fassung, ne, was? Ja, klar. Gibt's die normale Wii FIFA 15? Es gibt auch noch eine DS-Fassung, glaube ich. Und das ist das erste FIFA, was nicht mehr für die PS2 kommt. 44 kann auch für die PS2. Boah, es ist schon 2-0 hinten, ist doch scheiße. Aber eben noch 7, wir gewinnen immer 7-0, die können alle gar nicht. Ja, gestern auf dem Halbprofi gespielt, schon Profi spielt 2-0 hinten, ist doch scheiße. Profi ist auch Standard. Oh, schöner Pass.
Wo ich gerade von Pässen reden, diese hohen Steilpässe haben sie auch deutlich schlechter gemacht. Ich finde, die bringen auch nicht mehr so viel. Achso, hier L1 Dreieck. Ja. Yeah. Aber das, unser ganzes Spiel ist auch deutlich langsamer geworden, finde ich. Ich sag ja, hier ist nicht. Hier ist nur aussehenmäßig eher was passiert. So vom Gameplay ist leicht geblieben. Oh, der erste hat es ja schon vorbei. Man hat das Pfeifen gehört. Oh, man muss im Fernsehen ein bisschen leiser machen. Nee, ist schon schlimm. Mehr haben wir noch nicht gehört bisher. Ja. Oh, also, wie heute noch kommt, dann kann man vielleicht, wer sich schon eine PS4 gekauft hat und dieses Original Sony PS4 Headset gekauft hat, dann kann man in die Kommentare schreiben, ob das geil ist. Ja, bitte, weil dann werden wir es kaufen. Aber und wenn ihr Kommentar schreibt, dann nehme ich mit euch auf, was ihr wollt. Und schreibt mal einen Kommentar. Ja, ich kenne mir noch was zu lesen haben, ey. Echt mal, ich beantworte doch immer. Schöne also Arbeitszeit, wie das gehört. Also, ich und Arik beantworten ja nicht immer gerne. Ey, ja, ich beantworte die auch oft genug. Also, wenn ich die beantworte, dann würde ich meines Nachmittagspause tun. Das stimmt wirklich. Also, meines Kommentar mache ich meine Mittagspause drauf. Nein, oh, schön gehalten. Ja, die Paraden, es gibt ganz viele Animationen, die sich das ganze Jahr wiederholen. Die springen immer anders mal. Man kann die Keeper auch tunneln. Jetzt habe ich das auch schon geschafft. Ist auch neu. Also, es gibt ganz viele Paraden. Man kann die Tore, die Keeper halten viel mehr. Die sind intelligent geworden. Und die Spieler gehen nur wieder mal den Ball entgegen meinem Pass. Das feiere ich ja, ne? Was hat PS3 machen? Nicht, leider. Ja, wie gesagt, ich denke mal, PS3 wird hauptsächlich den Kader upgraden. Nee, ich werde mal morgen mal gucken, ich werde mir morgen auch mal die Demo ziehen. Auf die PS4. Stimmt, du hast die ja morgen auch. Ja, ja, und da werde ich mir das auch mal direkt angucken. Ich denke mal, morgen wird auch die erste Folge Destiny kommen, weil, der Niklas und der Tore, wenn das, also Niklas hatte die PS4 schon, der, bei ihm wird Destiny morgen ankommen, jetzt gestern der erste Stelle. Ja, wir werden morgen Destiny aufnehmen, mal gucken. Und bei Tore kommt ja morgen das Destiny Bundle, deswegen, und vorher wollte ich jetzt nicht alleine aufnehmen, deswegen kam noch nichts. Aber es wird morgen, denke ich mal, kommen. Auf die erste Folge war ich noch nicht dabei, wenn wir heute Abend, du weißt schon, mit wem aufnimmst. Schauen wir mal. Was, lass uns mal überraschen. Wenn ich überhaupt mit, du weißt schon, wem aufnehmen. Mit, also, wir reden von, wir dürfen es eigentlich sagen, aber wir reden von PewDiePie. Der hat es mal angeschrieben. Ja, wollen wir ein Dual machen. Ich finde, Distanzschüsse also, können ihm gar nichts mehr, ne? Was? Distanzschüsse. Die irgendwie, gestern habe ich ein Tor von der Mittellinie gemacht. Einfach von der Mittellinie aufgezimmert, das Ding geht eiskalt rein. Also, entweder ich finde hier noch nicht die richtige Balance, aber ich habe noch kein Distanztor gemacht, immer nur aus dem Strafraum. Komm, Pass. Flanke, ja, Fresh, hier, Kopfball immer auch mega OP. Die heben auch richtig mit dem Fuß, spielen jetzt den Ball immer hoch sozusagen, weißt du? Die spielen sich selbst so hoch, weißt du, was ich meine? Was die in echt auch immer aufmachen beim Einwurf, weißt du? Ich meine, mit dem Fuß und den Ball hochschlitzen, sag ich mal. Zum so, das ja machen die auch, also ganz viele kleine Animationen, das ist richtig cool. Auch in der 90, wenn du zurückliegst und der Ball ist im Aus irgendwie und du hast Abstellung, dann rennt der Torwart hin, holt sich den Ball, legst ihn hin und rennt schnell nach hinten und schießt sofort, weißt du? Das sind immer so ganz viele kleine Animationen. Das ist richtig cool gemacht. Die Fans singen die ganze im Hintergrund auch richtige Fangesänge und so. Ja, echt mal. Wir haben noch 0-0 an, ja? Gleich Halbzeit. Nicht bei mir Bayern? Nee, kann nicht sein. Nee, kann nicht sein. Das wäre hier Schleichwerbung. Du weißt, Tore, du kannst Ultimate Team spielen, ne? Ja, konnte ich auswählen voll. Was bringt das? Da kannst du mit 6 verschiedenen Ultimate Team spielen. Und 6 random zusammengestellt. Bronze-Teams, ne? Spahn. Nee, natürlich. Alles Messi-Teams und Ibrahimovic-Teams. Ach so, ja. Das, komm, was wir niemals haben wollen. Was war denn jetzt los? Ey, die Chance sind auch noch nicht. Mein Fazit ist also grafisch besser geworden, aber Gameplay gleich geblieben. Ey, seht ihr, wenn die Halbzeit beginnt, sieht man so in der Zeitlupe mal ein bisschen nochmal so ein paar Szenen. Ja, wie ich spiele auf dem Rasen drin, sehen wir den Anstoß. Alles so richtig cool gemacht, so cineastisch. Wer weiß mir, was mir gerade einfällt. Na? Müssen für FIFA gleich Panther abgeben. Stimmt, das ist ja angenehm. Ich bin mal gespannt, was Hast du ein bisschen auf die Uhr geachtet, wie lange wir müssen? Nein, wir machen, wie wir Bock haben. Ich denke mal, zwei bis drei Spiele bei der Halbzeitlänge. Ich habe 3 Minuten, wie schon gesagt, du hast 4 Minuten. Ich habe 4 Minuten, also ich denke mal, also zwei bis drei kann man. PS3-Fassung hat 3 Minuten. Ich stehe mir auch 0-0 noch Tore, vielleicht habe ich auch auf mehr geschossen. Oh, gut, ich habe 2-0 verloren letzte Runde. Ich stimme mal jetzt auf Halbprofi, den gewinne ich wieder. Ich weiß gar nicht, was ich spiele. Es ist halt das Standardspiel am Anfang. Kann man nicht dann warte ich mal kurz, bis dein Spiel zu Ende ist und dann kann ich gleich weitermachen. So, auf jeden Fall habe ich hier im Hauptscreen, kann ich Menü auswählen, Anstoß, Ultimate Team, Spielen, Lernen. Und was ist das hier? FIFA 15? Vorbestellen, unten rechts. Vorbestellen. Ja. Karrieremodus gibt es hier, Skill-Spiele. Okay. Nee, das haben die, das geht also für PS4, da gibt es nur Anschluss, Ultimate Team, 2 große Felder. Achso, und Vorbestellen. Ich habe 6 große Felder. Season und Koop und das ist. Ne, es gibt auch nicht. Seasons, Koop, Seasons und Skillspiele gibt es noch. Und Karrieremodus. Ne, ich habe im Hauptmenü Anstoß, Ultimate Team und Vorbestellen. Aber den Rest,
das ist eh Schwachsinn. Karriere, du kannst eh alles machen. Das ist eh alles nur, hast Anschläge, denn jeder was Neues. Ja. Aber man kann FIFA mit bis zu 7 Leuten spielen. Also auf der Disc von der PS3 von FIFA, wie heißt die Nummer? 414. Ich komme wieder an Zahlen zurück, ne? Und 414 steht hinten drauf, 1 bis 22 Spieler laden. Glaube ich nicht. Aber das Blöde ist, dass man nur 7 Controller anschließen kann. Aber es wird theoretisch gehen. Man kann nur 7 Controller anschließen, da ja. Ja, aber man, aber jeder kann theoretisch einen Spieler spielen. Also das wäre möglich. So, lauf! Wer ist das? Okay, nehmen wir alle mal schnell, fahr ich mal ganz kurz. Nehmen wir mal BVB. Ihr seht schon, früher, die laufen viel langsamer als früher, so allgemein, von der gesamten Geschwindigkeit spielt. Ach ja, stimmt. Die, also ihr könnt in Lemos spielen. Borussia Dortmund, Napoli, PSG oder PSG, das ist jedenfalls Paris. FC Napoli Barcelona. Napoli ist Neapel, ne? Ja, okay. Die Boca Juniors, die kenne ich auch nicht. Brasilien. Ronaldinhos Heimatclub, glaube ich, wenn ich irre. Ja, die Chelsea, Liverpool und Manchester City, nicht Man U nicht. Manchester City. Ja, das werden die so, die Mannschaft. Man sieht dreimal England, da sieht man schon, dass sie echt diesmal richtig auf die Bahn ist. Sie haben richtig viel auch. Wie gesagt, sie haben alle 20 Stadien, auch von den Kackmannschaften, die ist Stoke noch erst hier und die abgestiegen, weiß ich nicht genau. Jedenfalls alle 20 Stadien. Ja, alle Gesichter, ich glaube 15.000 Stück sind es dann so. Sie haben echt Barclay, haben sie alles gemacht. Ich denke mal, ich werde mir auch diesmal nicht sofort wieder ein Bundesliga-Team machen, weil jetzt habe ich jetzt drei FIFA hintereinander. Das wird langweilig. Diesmal fange ich mit dem England-Team an. Oh, ich glaube, ich brauche wieder Bundesliga. Ich habe das letzte Mal das erste. Also mit FIFA 14 habe ich das erste Mal richtig Ultimate Team gespielt. Na, England hat diesmal hat einfach so viele coole Spieler. Ne? FIFA 13 war die Scheiße, dass jeder Spieler seine eigene Aufstellung hatte. Die Option fand ich mal kacke. Ja, der hat noch was. Moral fand ich auch gut. Ja, und Moral. Genau die beiden Sachen haben wir nicht mit rausgenommen. Alle wollen immer, also die einige wollen die Verträge rausnehmen, das wäre aber höchst doof. Weil, würde mich jetzt nicht stören, weil dann ist auch nur so Kram, ne? Ja, man würde aber nachher eigentlich, wie ich nachher, wegen Neymar hatte ich so viel Geld. Ja. Mein perfektes Team, aber wofür soll ich noch Geld ausgeben? Ja, du hast keine Kosten mehr, ne? Ja, also ich fände es mit den Verträgen schon gut. Irgendeine Kosten musst du haben. Ja, die könnten halt billiger sein, aber das regelt ja der Markt, da kann er ja nichts dran ändern. Das ist trotzdem nur nervig, wenn du immer irgendwie zwei Spiele gewinnst, hast irgendwie gerade 1000 gewonnen, dann brauchst du wieder zwei Spiele im Vertrag, hast du ja kein Geld gemacht, das ist voll behindert manchmal. Du kannst schwer sparen, die müssten echt günstiger sein. Was auch neu ist, die Wechsel kann man fortklicken. Was? Wechsel überhaupt, dass sie die vorklicken können? Konntest du aber 4-4-4 nicht auswechseln, okay, musst du mal angucken. Sollst du es in der Lade müssen? Nee, das konntest du am gewissen Grad auch am gewissen Fortschritt kurz wegklicken. Ja, aber den Anfang nicht, wenn die gewechselt haben. Du musstest mindestens 10 Sekunden warten immer. Man hat seinen Typen da gesehen, dann lief er raus oder so, dann kommt die nächste Mal, dann konntest du auch reagieren. Dann konntest du es geben, aber nicht vorher. Jetzt kannst du sofort das Climate machen. Boah, das ist aber so ein Punkt, das stört mich. Nee, das unnötige. Ich find's bei Destiny auch nicht scheiße, dass es ein langer Ladebildschirm ist. Bei so einem Next-Gen-Spiel braucht man, finde ich, da soll ein langer Ladebildschirm nicht mehr sein. Echt? Da auch? Hat das Spiel auch so lange Ladebildschirm? Ja, immer noch wie eine Beta, das hast du ja gesehen, ja. Ich weiß es nicht mehr, ich habe das lange her, dass ich die Beta mal kurz gesehen habe. Na jedenfalls, also es lädt, es ist genau wie GTA 5, hab ich auch mal angepisst, wie lange das lädt. Und The Last of Us kotzt mich auch mal an, wie lange das lädt, wenn du die Story gestaltet hast. Ich hatte vorhin noch mal kurz auf Epic Gamer gelesen. Also, das ist eine App für euer Handy, da könnt ihr schon Gaming News lesen. Eigentlich kann ich nur empfehlen. Trägt alle Gaming News von allen Seiten zusammen. Richtig gut gemacht. Also, da habe ich vorhin gelesen, dass hier Destiny echt nochmal die PS, die hier Sony an die Grenzen gebracht hat mit PS4. Also, wir müssen echt Nachschub liefern. Ey. Und es hat ja. Es hat in den ersten 24 Stunden jetzt 500 Millionen eingespielt. Destiny. Ja. Also damit hat es ja die Entwicklungskosten schon mal raus. Die waren ja 500 Millionen. Das war das teuerste Spiel überhaupt. Ich kann mir immer nicht vorstellen, was ein Spiel so teuer ist. Was ist daran teuer? Ich verstehe. Ich denke mal, bei Destiny waren locker 200 Millionen Marketing davon und 300 Millionen Ingame. Bei dem allein dieser Live-Trailer mit den Tauschspielern. Heute ist auch jemand gestorben. Echt? Politiker oder sowas. Nee, ein Sänger ist heute gestorben. Echt? Das habe ich im Radio gehört. Ja, nichts von. Wie hieß denn nochmal? Warte mal. Das Spiel fertig, Kevin, dein erstes? Nee, 90 Minuten steht nur. Ja, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Irgendwas war gestorben. Ja, es geht weiter. 90 Minuten. Oh Gott, hast du Verlängerung? Nein. Unentschieden. Fertig. So, Ach, wir haben heute auch den 11.9. eigentlich einen Volkstrauertag. Jedenfalls für die Amerikaner. Ja, nicht für Julius Vlog. Auch heftig, ey. Barack Obama, ich habe auch vorhin kurz Nachrichten geguckt, Barack Obama, er hat echt eine geile Rede gehalten, ey, ne? Will ich gar nicht jetzt hier so sagen.
Sonst würde ich, glaube ich, ein bisschen Partei ergreifen, deswegen äußere ich mich dazu jetzt mal nicht. Also, aber das ist schon übel, was der raushaut, ey, in der Politik. Das ist schon heftig, muss ich mal erwähnen. So. Mhm. So, wir gehen auf Anstoß. Hier sehen wir aber was Neues. Match-Präsentation, das meine ich ja. Mit dem ganzen, mit der Atmosphäre und so weiter. Das haben die echt gut hinbekommen. Was ist noch neu? Beweglichkeit und Kontrolle. Präzisere Schritte, bessere Drehung und engere Ballführung, höhere Geschwindigkeit. So haben sie mehr Kontrolle. Das stimmt auch. Kann deutlich besser. Next-Gen-Torwart, das finde ich, merkt man am meisten von allen neuen Gameplay-Features. Die Keeper sind richtig, denken mit. Es gibt ganz viele Animationen von den Paraden. Die halten deutlich mehr, man kann auch. Also immer diese Billigtore gehen nicht mehr. Da muss ich was Neues einfallen lassen. Kein Flanke, Kopfball mehr, so einfach. Flanke kann sowieso vergessen, ist voll ungenau. Ja, und hat neue Barclay Premier League. Die weltweit beliebteste Liga, nur noch authentischer. Mit 21 Stadien, Audiokommentaren vom Feinsten und 209 Spielergesichtern. Oh, haben sie ja Mühe gegeben, ey. Wir starten mal. Wir haben die Mannschaft: Napoli, Dortmund, Chelsea, Liverpool, Man City, PSG, Barca, Boca. Ja, haben wir dieselben Mannschaften. Wen nehmen wir denn mal? Ich nehme mal Liverpool, haben wir eben schon. Ich habe jetzt mal Dortmund genommen. Ich nehme auch mal Dortmund, ne? Beide dieselbe. Ich habe Spiel gegen Boca Juniors, ich will mal jetzt eine gewinnen hier. Ich spiele mal gegen Paris. Ach, wie ich es gerade gegoogelt habe, hier Joachim Fuchsberger ist heute gestorben. Das ist eine enge TV-Legende, falls ihn jemand kennt, keine Ahnung. Bestimmt nicht zu unserer Zeit gewesen. Hier können wir Teammanagement zeigen, wie das auch sieht auch ganz anders aus jetzt. Die Ordner werden jetzt die Auswechselspieler, die kann man so aufklappen sozusagen. Hier sehen wir die. Auch mit Gesicht direkt und Stärke und Fitness halt. Und hier sehen wir das Team jetzt mit sozusagen Trikot-Design. Das ist echt cool gemacht für das Team-Management. Das kann einiges Neues. So, spielen. Gut, starten wir mal. Wir müssen ja auch schon reden hier, sonst wer ist ja auch gerade Menümusik am Start, ne? Oh, hast du das, ne? Ja, YouTube halt, ne? Ist bei Twitch jetzt leider auch so. Ja, das ist auch nicht, was das soll. Ist aber Schwachsinn, finde ich. So, Start hast du drücken. Ja, Kevin, wann hast du beim letzten Mal ein Video zu News gemacht? News? Oh. Das musst du auch mal wieder machen, ne? Ja, wir machen ja, aber jetzt vielleicht deine Mini-News auch hier einschmeißen, ne, Kevin? Schön, hier zu Minecraft möchtest du erzählen? Ja, Microsoft wird wahrscheinlich Minecraft, also das Entwicklerspiel Mojang für 2 Milliarden kaufen. Ich gerade hier noch bei Epic Gamers. Ob es das wert ist, also mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wie Microsoft damit 2 Milliarden wieder verdienen möchte. Fast jeder hat dieses Spiel schon, also ich kann mir vorstellen, ich kann mir nur Verkaufszahlen, ich weiß nicht, ob die immer noch potenziell oder immer noch exponentiell ansteigen, ich weiß es nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie Nachfolger entwickeln wollen, irgendwie. Ich könnte mir das echt vorstellen. Irgendwie, dass sie irgendwas davor haben. Und dann Xbox exklusiv oder so. Oh Gott. Oder ich denke an PC dann auch noch. Ich denke an PC dann vielleicht auch noch. Aber jedenfalls nicht PlayStation. Ich verstehe auch nicht diese Menschen, die Minecraft-Spiele spielen. Bleibt mein Rätsel. Sieht man viel. Bei mir auf PS3 spielen auch gerade wieder 2 Stück. Hat sie auch mehr verkauft als PC, ist das überraschend. Das ist lächerlich. Okay, ne? PC hat, okay, mit PC, mit dem das viel haben sie Crack, kannst du ja auch nicht mehr sagen. Du kannst mit Crack nicht mehr auf Multiplayer-Servern, auch nicht mehr auf eigene Server. Deswegen, eigentlich hat das haben auch kaum noch welche. Deswegen sind die Verkaufszahlen nochmal hochgegangen. Oder gesagt hat, es ist nie egal, wenn welche es gecrackt haben. Naja, kann sie trotzdem egal, ein Singleplayer spielen können, ja. Das stimmt. Da kenne ich auch genug, die Minecraft von Singleplayer spielen. Was kriegst du mal in der Demo? Kannst du die auch nur Singleplayer spielen? Ja, aber nur eine Stunde oder so, oder? Ja, stimmt, nur eine halbe Stunde oder eine Stunde. So, komm! Oh Mann, ich hab noch nicht ein Tor gemacht, immer noch 0-0, ne? Also, ja, ich auch. Das Spiel 0-0, das erste Spiel auch 0-0. Du kannst schon angerissen auch mal ein Tor machen. Johan Kabay. Spiel schon auf Halbpro, ich weiß auch nicht. Also spielt sich komplett anders. Du kannst nicht sagen, du kannst 4-4-14 voll gut. Irgendwie spielt es komplett anders hier, finde ich. Sieht vielleicht nicht so aus, aber spielt sich einfach anders. Oh komm! Juhu! 1-0 für mich. Reus! So muss das. Immobile! Geiles Tor! Alter Vater! Das ist gerade das ganze Tor gewappelt, ist richtig hinten hochgegangen, ey. Ja, ja. Jetzt, Tore, das macht echt mehr nur ein Engine. Hinten das Tor, kippt man dann schick nach vorne. Ja, hier unrealistisch. Und wenn du den Pfosten schießt, kippt man so ein Stück nach hinten. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch, aber das wirkt einfach geiler, wenn du ihn voll reinzimmerst. Ja, echt also cool. Klar, wenn der Tor die Großart da reinballert, dann Ding direkt weg, oder was? Ich bin ein Zuschauer in die Fresse. Bam, Alter, das geht echt voll nach vorne. Das ist mal auf die Runde, ne? Ja, zack, Alter, das geht hinten voll richtig hoch. Ja, Next Gen, das Tor fliegt aus den Angeln, ey. Das war echt ein bisschen übertrieben. Aber die Gesichter sind echt gut, finde ich, auch wenn ich mir Immobilien angucke hier. Ich denke mal, das passt trotzdem noch die besseren Gesichter, das haben sie immer schon gut hinbekommen. Guck auf, sie Ribéry ist schon die Hackfresse, die wir gemacht haben.
gibt ja kein Bayern. Das hätte ich, finde ich, schade, dass kein Bayern in der B-Liga spielt. Nee, Bayern gespielt. Ist in der B-Liga. Weil ich würde gerne mal wissen, was die alle, wie die alle sich so spielen hier. Also ein paar von Robben zum Beispiel, erwarte ich mir ein richtig geiles Gameplay. Robben ist ja eigentlich auch 5 Sterne muss haben, oder? Dass die Ibrahimovic nur 4 Sterne muss gegeben haben, ne? Für jetzt ist auch ein englischer Kommentator. Du hast auch einen englischen, ne? Ja, muss ja. Denk mal, den Englisch werde ich auch in der Vollversion mal nehmen, den Spanischen kann ich nicht mehr hören. Außerdem haben die Deutschen mal verbessert, dass er nicht alle 5 Minuten das gleiche sagt. Bei den Englischen nur so, der dachte auch mal das gleiche, weil du hörst, dass da achtest du halt nicht so drauf, wie jetzt wenn es der Deutsche ist. Ja, warte, Buschi das hier, ja, ne, muss ja. Denk ich mal, ne? Mach Buschi eigentlich gerne, ich weiß nicht, warum du den nicht machst. Frank, klar mach ich Buschi wieder. Ja, wieso sagst du, der Deutsche kann nix? Weil der alle 5 Minuten dasselbe sagt. Macht der Spanier vielleicht auch, aber da beim Spanier muss ich wenigstens nicht verstehen. Das nenne ich Logik. Ich kann das nicht ab, wenn die alle 5 Minuten denselben Satz sagen und die immer noch mal voll so eine Kacke setzen. Ich meine nicht, was die Situation passen. Das macht voll das Spiel kaputt für mich. Männlicher Fußballspiel mit Ball. Ja. Das wäre so geil, ne? Boah, Destiny, der Kommentar, das war nicht so geil synchronisiert. Der wirkt immer voll so emotionslos, weißt du? Okay. Aber immer geil, wenn du so in Führung bist. Ja, wie er Battlefield sagt, ihr seid in Führung oder so, weißt du, noch 5 Tickets, so wie er Battlefield, weißt du? Okay. Bei Destiny zum Beispiel. Ihr seid in Führung, schickt sie heult nach Hause. Das wäre geil, der Typ. Triff bei dem, würde ich sagen. Das ist echt cool gemacht, der Kommentator, finde ich. Da war voll die geile. Aber nicht gesagt, die Synchro ist scheiße bei Destiny? Geht, also das ist nicht pralle, das kann man nicht sagen. Aber die meisten Games haben scheiße. Ich sag ja, wir morgen mal. Also ich war jetzt noch nicht so heiß auf Destiny, muss ich sagen, aber ich bin trotzdem gespannt, morgen kommt PS4. Meine schöne Version und dann jo, schauen wir mal. Also ich finde die meisten Games, die eine gute Synchro haben, sind die Sony exklusive Spiele. Die haben immer eine gute Synchro. The Last of Us war richtig gut. Uncharted war richtig gut. Und so weiter. Also, Infamous war richtig gut, alle Teile. Also ich finde die Synchro von Sony spielen, die haben auch immer dasselbe Synchronspiel, soweit ich weiß. Also die bekommt Sony immer gut hin, die Synchros. Zack, 2-0. Ich hoffe auch, dass man mal anscheinend Film gegen Synchros bekommt vom Spiel. Yeah! 2-0! Guck mal. Ich hoffe nur, dass noch die 30 FPS immer noch drin sind, ey. In die Mitte geflankt und zack reingeköpft. Ne, 60 FPS auf die Hilfe. Ja, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber sieht so aus. Ja, das ist schon eine 1080p, da könnt ihr auch 60 Frames reinkommen. Das glaube ich auch nur. Ja, deswegen. Nein! Naja, die Crew hat auch 1080p, glaube ich. 30 Frames. Ja. Und beim Rennspiel geht das gar nicht, finde ich. Nee, da musst du 60 Frames. Oh, PS in der Lobby. Der wäre jetzt hier eiskalt ausgegrenzt, würde ich sagen. Dominöse Mensch, damit die Destiny aufnehmen wollte, ist auch noch nicht da. Ach, wir nennen da mal Providoris PewDiePie. Das, jo, ach stimmt, ja. LOL. Ist der geil geflogen? Aber diese Kollisionen sind richtig gut hinbekommen, die fliegen, die rollen die auch richtig ab und so, das haben die auch wieder. Die neue Engine. Ja, aber hast du mal faul, viele werden jetzt halb Platz rollen, oder was? Ja, so übertrieben. Oh. Ich meine nur, viele werden jetzt sagen, sowas oder so. Latte! Viele werden jetzt sagen, sowas ist nicht neu oder so, aber ich habe ja 4.14 auch noch auf der PSI gespielt. Da war die Engine ganz bei 4.14 auf der 4 auch schon. Wer hat sich denn das FIFA 14 Bundle gekauft? Wie schlecht wäre das denn? Wieso? Die Konsole kam im November, Tore. Wer direkt hatte, hat ja. FIFA geholt, dann kam das Spiel auch raus. Das war direkt im Release. Hat doch jeder schon für PS3 gekauft, da holen wir kein Upgrade noch für 60 Euro. Die PS4 kam eine Woche nach FIFA 14. Meh. Hat sie nicht jeder gespielt wie du. Ja, aber jetzt lohnt sich ja erst richtig. Ja, die richtig, also am Anfang, also bisher gab es die Watch Dogs und Infamous, das ist ja die einzigen Infamous, beiden. Infamous, wie man das ausspricht, ist mir auch scheißegal. Ich sag nicht Infamous. Watch Dogs war cool, aber es war nicht mega, es war cool halt, aber es ist nicht so, dass das Spiel sich runterzieht. Das war viel zu hochgehypt, viel zu hochgehypt. Es war overhyped, aber es war cool, es war echt cool. Also ich kann nicht sagen, es war ein Fehlkauf, was manche meinen. Es war aber overhyped. Rust. Und Daylight. Es war geil, Mann, ich fand witzig. Und Destiny ist auch overhyped. Die werden niemals dem Ruf gerecht werden. Irgendwelche werden immer flamen. Die werden niemals dem gerecht werden, was sie da immer gehyped wurden. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Ja, 10 Jahre Support! Ja, das machen sie, glaube ich, auch. 10 Jahre nie im Leben. Komisch, 10 Jahre, die Zeit auch immer beliebt, ne? Blizzard hat vor ein paar Tagen auch getwittert, dass sie 10 Jahre Hearthstone supporten wollen. Ich war 2-0 gewonnen. Aber 10 Jahre Hearthstone kann ich mir auch vorstellen. Hearthstone passiert mit einiges. Ende des Jahres kommt. Dezember kommt schon nächste DLC. Ja, gut, dann müssen wir auch einen nachlegen. Oh, hier muss ich schon wieder DLC kaufen. Schon ein bisschen hin, ne? Schneller rein. Aber diesmal gibt es 100 Karten.
Ja, trotzdem. Sich das DLCs kaufen, kein Bock drauf. Ja, Toro muss aber denken, dass gar nicht viel Free-to-Play ist, die müssen sie irgendwie finanzieren. Ja, die kriegen schon ihr Geld, die haben scheiß WoW noch am Laufen. Der größte Streamer von Hearthstone, der ist an der Entwicklung bei, haben die in die Entwicklung mit einbezogen, ne? Voll cool. Ach, bist du auch, ne? Der bekannte Streamer, ja, das war ich, glaube ich. Du kannst vom einen auch die Person wechseln, die wirft. Mit auf R drücken, ich weiß, was du für Pässe. Ich will auch viel mehr Entscheidungsfreiheit haben, wenn man irgendwie so drücken könnte, wenn man irgendwie Firewall macht, nochmal nachtreten oder Shiri anpöbeln. Shiri anspucken. Ja, das wäre voll witzig. Beißen. Das ist geil. Beißen mit Suarez. Ja, echt. Den. Oh, wer hat nochmal gebissen, ich weiß gar nicht mehr, was war. Suarez. Den Suarez machen. Das wäre so geil, einfach nur. Na gut, den Balotelli kannst du machen, das haben die wenigstens gemacht. Die dann machen. Oh, den Balotelli kannst du machen, ne? Die ja klar, geht das immer noch. Aber das, die haben doch gesagt, das sind hier echte Emotionen, echte Gefühle. Oh ja. Was man da mal pickeln muss? Ja, der macht es wie Jens Lehmann. Der macht es wie Jens Lehmann, stellt sich an die Bande und pisst einmal die Bande. Ich würde mir nicht ans Fädchen stellen. Boah, das war so geil, der Sportshow, ich konnte nicht mehr, ey. Pisst er einfach an die Bande. Ja, er sagt nach dem Interview, ich musste mal was heute machen, soll ich in die Kabine rennen, oder? Ja, vorher gehen. Vorher hast du eine Halbzeit. Ja, erstmal an die Bande gepisst. Ich meine Lehmann war das, nicht ganz so. Treffen schon lang, naja. Schon ein bisschen her. Nicht aushalten ohne Pissen. Boah, ich spiel grad hier einen Scheiß zusammen. Ich rutsche mal vom linken Stick ab, der ist schon abgenubbelt. Ja, bin ich mal gespannt. Du sagst ja, der PS4 ist so, Controller so scheiße verarbeitet. Da bin ich mal gespannt. Maximal einen Monat Tore dann. Zack, oh, auf der Linie, Alter, doch. Ich hätte damals nie gehalten, mein Lieber, nie. Den PS echt oben im TS. Den hätte er nie gehalten sonst. What the fuck, einfach nur. Ich bin übrigens schon durch in meinem Spiel. 2-0 gewonnen. Müsstest du auch langsam bald fertig sein. 75. Nein, da draußen jetzt. Guck mal, ich verlange bei dir. Ich habe auch 2 Minuten länger, ne? Zack. Du bist richtig, da hab ich knapp daneben geschossen und richtig, das Spiel auch richtig auf. Ne? Kann ich hier noch eine aktuelle News einwerfen? Mach doch. Ja, weiß ich nicht. Guck gerade. Pfff, fällt gar nichts ein, du wolltest mal fragen, ne? Resident Evil Revelations 2, der erste Trailer zur Horror-Fortsetzung. Nice. Danke, Tore, für diesen kreativen Einwurf. Oh ja. Oh, ja, oh. Kann ich euch empfehlen, Leute. Die App ist richtig gut. Oh ja. Also Appy Gamer. APPY und dann Gamer. Das ist echt gut. Also Gamer, wie Gamer Panthers, ne? Ja. Das ist, falls ihr geschrieben wird, das direkt in den Abo-Button. Dann müsst ihr einmal raufdrücken, dann wird das noch buchstabiert. Ja, dann habt ihr den Namen irgendwo gespeichert und könnt mal nachgucken, wie Gamer geschrieben wird. Oh ja. Weil dein Kollege hat echt jetzt diese weiße PS4 abbestellt und hat sich jetzt eine schwarze geholt, ja? Ja. Eine weiße PS4 ist auch irgendwie gay, ich weiß nicht, warum diese Nachfrage so groß ist. War nicht, Kevin, die ist doch gay, oder nicht? Aber ist doch geil, wenn ein Tor über jetzt ist, die Rede zusammen jubeln, kann die auch nicht richtig. Mal vorstellen, die immer nur dahinter haben, aber auch gewesen. Ich bin so vertieft, ey. Zack, ist die Kirche, Alter, richtig schön reingepackt. Boah, die Mucke geht auch auf den Sack hier von FIFA. Ne? Hat er erstmal den Reus gemacht, ey. 3-0. Mit Paris nach Hause geschickt, als Franzacken. Nein, wir mögen natürlich Franzosen. Jeder Gamer mag Franzosen. Lol. FIFA 15 Ultimate Team Spielerstärken der neuen Legenden. Beckenbauer 93. Ja, ist doch wieder Xbox exklusiv. Alter, Beckenbauer 93, krass, Alter. Ja, war letztes Jahr aber auch schon so stark, glaube ich. Echt? Ja, die ganze Xbox exklusive Scheiße hat Microsoft ein bisschen Geld gehen, damit sie ein paar Legenden haben. Viel Spaß damit. Können die ihre OP Scheiße behalten. Oh, Scheiße, Lupfer halten geht auch mal besser. Wir hätten die früher auch nicht so gut gehalten. Aber die sind echt schlau geworden, die Keeper. So billig Tore gehen nicht mehr. Auch Querliga-Tore habe ich bisher noch keinen so richtig hinbekommen. Also ich finde, FIFA ist immer näher an der Perfektion. Jetzt soll man noch einer sagen, Pest ist besser Sportspiel des Jahres. Kann mir am Arsch lecken. Ja, die Demo kommt. Hast du ein Datum? Nächste Woche, 17. 17. 9. Demo von PES 2015. Ja. Werde ich mir auch mal angucken, vielleicht mal angerissen machen, aber ich halte den PES nicht. Ich bin ein FIFA-Fanboy. Das ist wie bei Xbox. Sie können bringen, was sie wollen. Ich will mir nie eine kaufen. Ich würde sagen, ich zeige noch einmal Ultimate Team zum Abschluss. Klicken wir mal Ultimate Team nochmal an. Nur, es gibt eine vergoldete PS4 für $13.600.
So, Ultimate Team, wir sehen wir. Messi. Leo Messi. Ja, hier sehen wir das Team, es labert ein bisschen was Chemie ist, das wissen wir aber als gelernte Chemie natürlich. Wobei, jetzt können wir die tauschen, Chemie in der Schule gehabt, jetzt die Chemie besser. So, und jetzt können wir den noch tauschen. Und guck mal, dann haben wir so einen Balken, hammermäßig, ey. So, direkt mal ein Spiel, ein Spiel machen wir jetzt auch immer auf, ne? Ist ein bisschen lang das Video, aber egal. Noch eins machen wir noch. Wir können ja während des Spiels schon die Wertung abgeben, in der zweiten Halbzeit. Ja? Oh Gott, dann muss ich aber auch noch eins machen. Kannst du machen. Ich mach so Ultimate Team, dann möchte ich immer auch Ultimate Team machen. Und wenn dein Spiel dann gleich vorbei ist, dann machen wir die Wertung. Oder eine Halbzeit oder was auch immer. So. Ja, sowieso labern soll, meine Fresse. Ich werde ja schon gezwungen schon wieder. Ich lege mal vor, zack, los geht's. Komm hier überspringen, leck im Arsch. So, Aguero. Aber sie sieht für Ultimate Team, spielt die hier deutlich schneller wie letztes Jahr schon. Warum labern die alle? Scheiß. Also Ultimate Team spielt sich deutlich schneller. Als das normale Anstoß, aber das kennen wir ja schon von Ultimate Team. Aber 4-14 auch schon so. Boah, wieso labert er mich denn so voll hier? Das will ich gar nicht hören. Ja, oh! Meine Fresse. Oh! Danke. Er steht ganz frei! Und der ist drin! Ach, gegen so eine Premium-Mannschaft soll ich spielen? Das ist was ich meine. Ich weiß es nicht. Guten Morgen, Paul. Schön, Leo Messi. Oder Kühn Aguero. Ich weiß nicht, wer das Ding reingemacht hat. Das ist nicht so ganz gesehen. Nö, ich muss gegen Messi. Ach so, ich muss gegen die fette Spanische Mannschaft spielen. Hast du dein Team mal gesehen? Ich spiel gerade mit Diego Costa. Wenn dann den Jo. Zack. Wer hast du gemacht? Aguero, ja. Sergio Aguero. Echt langes Video, ne? Pech. Okay. Mehr zu gucken. Ich hoffe, hier mal qualitativ hochwertig. Oh, nerv, gib Gas hier. Alter, diese Kopfbälle sind voll schwer geworden. Oh ja, ist auch gut so. War voll OP. Und brauchst du keinen spielerischen Skill für. Flanke und nach rechts und Kreis rum. Das ist Sache, kein spielerischen Skill. Jetzt, also am besten kannst du jetzt durch die Mitte spielen, finde ich. Mit dem Dribbling-System. Ja, ich versuch mal ein bisschen eine Kopfbälle noch. Oldschool-mäßig. Hab ich mir gestern Abend schon abgewöhnt. Oldschool-mäßig zu spielen. Oh, ja, so, da die Flanken kommen. Unbeliebt. Geräusche. Also, Aguero freu mich, den draußen will ich unbedingt haben. Der spielt so gut. Michelis. Ah. Die englischen Kommentatoren sind auch schon ewig gleich. Oh, jetzt macht er eine Ecke da. Du Clown. Oh, schön gehalten. Sabaleta. Noch eine Ecke. Bist du jetzt noch da, Tore, oder? Ja, ich muss mich mal konzentrieren. Noch eine Ecke? Du rufst ganz halt irgendwelchen Namen. Ja, der Gegner durchgeht Ecken. Der Gegner durchgeht Ecken. Ja, was ist denn das? Wie OP? Wie OP? Ey, wie ist es auf Xbox? Du kriegst da so eine Legende und die kannst du im normalen Team integrieren. Ich glaube ja. Das ist ein wie alt ist das denn? 93? Beckenbauer, was? Der spielt doch gar nicht mehr. Ja, Messi hat 96. Ja, was ist denn das? Der kostet doch gar nichts. Klar, kostet denn was. Ja, der spielt ja gar nicht mehr. Das ist ja irgendwie langweilig. Ich mache den Legends auch nicht mehr, ich zugeben. Kann ich gerne auf der Xbox bleiben. Kann gerne auf der Xbox bleiben. Was kostet PS4 und Release 60 Euro, Schiebe? Ja, 70 nur beim Vorbestellen. Ich hab bei Destiny auch wieder 10 Euro. Ja, Destiny auch gekostet. Muss es Destiny aber auch. Ich hab Destiny aber auch wieder 10 Euro zurückbekommen. Für Amazon eigentlich immer. Also 60. Ich glaube 10 habe ich zurückbekommen. Muss mal gucken. Ich mein 10 mal. Also eigentlich bezahlt es ungefähr 60. Bist du von meinem PS3? Stimmt, da guck ich nachher mal auf mein Konto. Müsste auch 30 Euro wieder gekriegt haben. Stimmt, das heißt, waren wir früher bestellt. Ja, Alter, echt ganz günstig. PS4 mit Destiny, 399 Euro. Da kannst du echt nicht meckern, ne? Ja, das kommt noch, wenn man so lange nach dem Release kauft. Wenn man das sofort haben will, wo ich noch ausverkauft ist, dann haben wir schon mal 470 mit Killzone.
Alter, das ist echt übel, ne? 74. Ja, die gab's damals gar nicht. Das war unmöglich. Ich weiß. Dann, dann gab's das Kill und Bundle, gab's ein paar davon, hab ich gesagt, zack, mir scheißegal jetzt zu haben. Das ist auch normal, PS4 einfach Killzone, als das Spiel einfach aufgeknallt und das ist gut, ne? Ja. Und dem war Killzone nicht mal gut. Hab ich noch, hab ich hier auch noch liegen. Okay. Ja, von mir. Hab ich dir schon mal, vorbeigebracht. Ja, das will ich auch spielen. Weil es eigentlich grafisch richtig gut aussah. Ego-Shooter, Ego-Shooter. Das war alles, was da gut war. Hattest du jetzt Metro Redux gekauft? Nee, ne? Nö. Wolltest du auch, oder? Ja, mit, ich hab mir immer Destiny zu spielen, ich kaufe mir gar nicht mehr. Bis FIFA. Ersten Teil schön 3 Tage durchgespielt. Also was heißt, war ein Tag fast nix. Am letzten Tag nochmal 5 Stunden Folge und dann war durch. Alter, ah. Einfach beste Spiel, die es gibt, ey. Nee. Micha. Mein bisschen gruseln und ballern, das ist geil. Mein Lieblingsspiel bleibt The Last of Us. Ja, hä? Also Metro Last Light war echt. Das, da muss schon was bringen, um das zu poppen, da muss noch was kommen. Ja, The Last of Us. Ja, du hast. Ich hab beides gespielt, Kevin. Du hast auch nur eins von beiden gespielt, du kannst es nicht beurteilen. Ich glaube, weil ich jetzt irgendwas The Last of Us toppt. Jemals. Aguero! Ja. Der ist drin, abseits! Ich bin schon mit der ersten Halbzeit wieder durch, ne? Ich auch, gleich, 45. Du bist schon 64. Ja, wenn dein Spiel vorbei ist, fangen wir mit der Wertung an. Okay. Da gibt's, glaube ich, nicht so viel zu diskutieren, aber. Nee. Ja. Was willst du sagen? Was willst du geben? Ne? Ein Stern? Ein Panther? Nee, ab in die Mülltonne. Mehr kriegt das Spiel nicht. Ab in die Mülltonne. Du hast eigentlich letztes Mal auf dem letzten Video noch die Mülltonne reingemacht? Na klar. Bei diesem Strike Vector. Strike Vector, Mister. Oh ja. Wo du noch sagtest, das ist ein geiles Game. Ja, ist so auch cool, ist, im Video, wenn das hätte können, so richtig geil aus. Einfach scheiße. Oder du warst scheiße, ich hab irgendwie das Video zu zweimal. Du warst auch scheiße. Ich war nicht scheiße. Nein. So oft gecrashed wie du. Aber einige Momente war echt gut, ey. Ich bin einfach tot. Einfach tot. Am schlimmsten war Pierre mit der Runde. So Halbzeit. So. Nee, das sind so echt Spiele, die Welt nicht brauche, ey. Ja, wie Rust. Das ist geil, jetzt kommt ein Teil. Ich würde jetzt viel lieber zur Arbeit gehen. Ganz ehrlich. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, da hätte ich richtig Bock so weit gehabt und eine schöne Buchhaltung machen, ey. Meine Fresse, das Bock gemacht. Das Piss-Game, wa? Hat richtig Bock gemacht. So eine schöne Steuererklärung, weißt du? Das hat richtig Spaß gemacht gerade. Ohne Strike Vector. Das hätte mindestens 4 von 5 Panther bekommen, ey. Also, wenn ich bei der Arbeit auf dem Rechner nur Strike Vector und das Einkaufssteuerprogramm hätte, ich würde das Einkaufssteuerprogramm anklicken. Also das ist schon ein Spiel, echt geil. Also das ist schon eins der niedrigsten Spiele, die es gab. Das war echt scheiße. Das hat überhaupt keinen Spaß. Selbst, ganz ehrlich, das meine ich jetzt ernst. Selbst Breakfast hat mehr Spaß gemacht. Das war überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber scheiße war das. Scheiße Breakfast eigentlich nicht. Das war noch nicht gut. Aber Strike Vector war nicht scheiße. Also, kleine Kinder kann es einfach sein. Aber das ist auch schon. Breakfast war gar nicht so schlecht gemacht. Also, von der Idee her, sag ich mal. Das war umgesetzt. Aber es war ganz witzig, so dieses Minecraft mit Shooter zu werden. Aber. Nee, du kannst ja nicht Minecraft. Strike Vector, du kannst ja nichts bauen. Strike Vector konnte irgendwie gar nichts. Also, doch, du kannst doch Maps bauen, weißt du doch. Ja, du kannst Maps bauen, aber kannst nicht beim Schießen bauen, meine ich. Nee, ich hab ein bisschen gucken. Das wäre witziger gewesen, Minecraft. Das konntest du aber hier in hier Ace of Spades. Ja, das war auch richtig gut. Also grafisch konnte es echt viel. So, ich habe 1-0 gewonnen, oder? Ja, 1-0 gewonnen. Ich für 160. Also möchtest Tore, möchtest du mit der Wertung mal anfangen, weil ich habe auch schon der 60. Dann blende ich oben rechts hin ein. Fang du mal an. Ja, FIFA 15 Demo, willst du groß sagen? Ich bin FIFA-Fanboy. Ja. Also, Fans sind cool gemacht jetzt. Die haben sich ein bisschen verbessert vom Aussehen. Also, die ruckeln noch ein bisschen ganz schön, wenn man jetzt mal guckt, mal noch, aber. Ja, sonst hat sich nicht viel verändert auf der PS3. Trotzdem noch ein Top-Game. Also, für mich gibt es 5 von 5 natürlich. Okay. Auch wenn es nur eine Demo ist jetzt, aber. Läuft. Also, ich werde es mir definitiv holen, aber eine Konsolennummer weiter für PS4. Okay. Also, top. Kann einiges. 5 von 5 von 5. Tor! Was? Hab ich gesehen. Moment, ich fange gleich mal meine Wertung. Messi war's. Aber noch gesehen, der Schuss war echt
Ja, typisch Messi, einfach reingeflogen, keine Chance im Torwart. Und Messi ist echt okay. Guck mal, Messi läuft, Messi zieht nach innen, Messi zieht rein. Ja, Leo Messi, 2-0 und dann mache ich noch eine Wertung. Also, FIFA ist ja mein absolutes Lieblingsspiel, mal abgesehen von The Last of Us, aber es ist ein Storygame, kann man nicht mehr vergleichen. Also so allgemein, welches Spiel ich am liebsten spiele, müsste bei Toria Battlefield sein eigentlich, ne? Aber bei mir ist Battlefield mein absolutes Lieblingsspiel von allem, was ja, also Metro und The Last of Us ist natürlich Story bezogen. Ich finde Story und was anderes kann man nicht vergleichen, finde ich. Man muss einmal ein Story-Spiel vergleichen. Man kann jetzt nicht Battlefield FIFA vergleichen. The Last of Us mit FIFA, also. Nee, das geht auch nicht. Und deswegen, also FIFA ist eigentlich mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe seit FIFA 05 ja jedes Jahr gehabt. Jedes Jahr und auch jedes viel gespielt, außer FIFA 10, da war irgendeine Durchstrecke. Na jedenfalls, jedes FIFA gesucht und deswegen natürlich FIFA 15 eigentlich schon, theoretisch schon, eigentlich könnte ich jetzt FIFA 16 vorstellen. Geht das schon? Schade, das leider auch nicht. Gibt Fußball. Na jedenfalls, also grafisch ist das Spiel echt Hammer, weil ich kenn's ja mit meinem Engine, wie gesagt, nicht von der PS4. Grafisch ist es unglaublich, finde ich, also das sieht mega gut aus. Da gibt es jetzt einige andere Spiele, die schlecht aussehen. Ich würde sagen, obwohl es werden welche sagen, was Schwachsinn, aber ich finde es genauso schön wie Killzone. Also, könnte man echt so sagen, das sieht total gut aus. Kannst du mal angucken, morgen Club und auf der PS4. Das kann richtig viel. Die Engine kann auch richtig viel und das Gameplay hat sich deutlich verbessert mit dem Mann gegen Mann. Battle und auch die Keeper sind deutlich besser von der KI. Ja, storymäßig haben wir wieder Ultimate Team als Modus. Der beste Modus überhaupt ist, deswegen ist es vielleicht schon eine Runde, wo mir kein Pass holen würde. Beim Manager-Modus mache ich aber nicht so gerne und Ultimate Team ist einfach das Beste. Man kann traden, man kann online spielen, man kann offline spielen, alles. Alles perfekt. Und natürlich denke ich mal, dass wegen Ultimate Team die langste Motivation wieder Hammer ist. Also Ultimate Team kannst du ja ewig spielen. Ein Jahr. Ja, also ich habe es ist immer so, man wird wahrscheinlich bis Weihnachten wieder Todsucht und dann wieder ein bisschen, also ich denke mal spätestens ab März werden wir ein bisschen Ruhe einkehren. Weil FIFA ist immer so ungefähr ein halbes Jahr richtig Sucht und dann gelegentlich. So ist es immer, weil Ultimate Team, dann weiß man wie schon, jetzt würde ich niemals viel fit zu Ultimate Team, dann weiß man schon, wenn ich mir jetzt noch einen Spieler kaufe, bringt mir eh nichts mehr jetzt sozusagen, ist eh bald weg. Ja. Sag mal so. Deswegen von mir natürlich 6 von 5 Fantan. Okay, haben wir volle Wertung, nein. Ja. Also 5 von 5 Fantan, volle Wertung. Sind wir uns einig, ne? Ja. Ja, würdest du sagen LP kommt, ne? Oder? LP kommt. LP kommt sowieso, ja. Ja, Deck am Release, schätze ich mal. Oder vielleicht einen Tag später, mal schauen. Irgendwie so, ja. Wie dessen jetzt. Und Tor für den Gegner, ne? Also ich find's echt ein bisschen unlogisch, wie das Tor so wackelt. Also das ist echt ein bisschen übertrieben. Das kippt ja fast um bei jedem Tor. Ach ja, wenn der Toni groß drauf knallt, das Ding fliegt aus dem Stadion, ey. Ja, also auch gerade Messi, da haben wir reingeschoben, das Tor kippt fast um. Also das ist ein bisschen Alter. Abpfiff oder war es jetzt? Ach, guck mal, jetzt meckern die sich an. Ne, sag ich. Du musst auch pöbeln. Ja, guck mal, jetzt sieht man nochmal so eine kleine Wiederholung so in so einem Cinematic-Style, hab ich schon gesagt. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Die wir reingerätscht und sind langsam. Zack. Da, bam, Schuss. Knack, Kopfball. Das ist richtig cool gemacht, das Cinematic halt. Ja, ich würde sagen, dann danken wir fürs Zuschauen, für dieses kurze Angerissen. Gut, es ging bestimmt lange, ich weiß nicht, wie lange es ging bestimmt. Drei Viertel ungefähr müsste das sein. Boah, Alter. Und was sagt ihr, Elgato? 43, ja. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Gut, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei Destiny. Haut rein. Tschüss. Tschüss.